Skills. Nein, ich bin kein Russe, was ich bin, ein Deutscher. Du willst wissen, wer ich bin? Hä? Google mich, deine Texte finde ich nicht zum Lachen. Majin, der wohl meist, wenn nicht sogar der umstrittenste lokale Rapper. Von den Russen nicht akzeptiert, von den Deutschen nicht toleriert. Ein Rapper, der mit seinen Songtexten polarisiert. Doch wer ist dieser Rapper Majin? Und warum provoziert er so gerne? Woher kommt diese Wut? Eins ist klar, er weiß genau, was er tut und legt es in seinen Songs konsequent darauf an, Aufmerksamkeit zu generieren. Selbst bezeichnet er sich als die Stimme der Aussiedler. Meine Leute nennen mich die Stimme der Aussiedler. In meiner Gegend bin ich die Stimme der Aussiedler. Für die Russlanddeutschen die Stimme der Aussiedler. Bist du ein Nazi, du Pisser, dein Lauf. Oberflächlich betrachtet wirkt Majin wie ein Proll und Draufgänger, Schlägertyp und erfüllt gerne alle Klischees, die von einem, wie sage ich das jetzt, Russen zu erwarten sind. Aber stopp, genau hier liegt die Krux. Majin ist alles andere als ein Prototyp Russe. Er selbst hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinem Volk, so wie er es nennt, eine Stimme zu geben. Die Stimme der Aussiedler. Ein Großteil seiner Songs behandelt er ein und dasselbe Thema, und zwar Russlanddeutsche. Um Majin und seine Musik zu verstehen, reicht es lange nicht, einen Song zu hören. Hier muss man seinen kompletten Content verfolgen. Sein wohl größter Erfolg ist der Song Niemals angekommen. Hier rollt er das Thema auf eine tiefsinnige Weise aus und versucht sich zu erklären. Es war vor mehr als 20 Jahren, wir kamen in das deutsche Land weit weg von zu Hause und wagten einen Neuanfang. So weit weg von denen, die dir was bedeuten, so verdammt weit weg von Familie und Freunden. Der Abschied viel schwer, alle haben geweint, doch ja, wir Mann. Sehen uns wieder, wir kommen nach ein paar Jahren vorbei. Leider war ich viel zu klein, um alles zu verstehen, doch meine Eltern, sie vermissten das damalige Leben. Ja, nichts gegen Deutschland, nein, doch wir Aussiedler halten zusammen und bei euch gibt's keine Freundschaft, gibt's keine Freundschaft. Es geht nur ums Geld, jeder für sich selbst. Er lacht mich an, doch ich sehe doch, wie der sich verstellt. Er macht einen auf nett. Man muss verstehen, dass seine Musik für ihn mehr eine Aufgabe ist als plumpe, ich fick deine Muttermucke. Dennoch bleibt er trotzdem ein Künstler, der auch einfach mal Bock auf Musik hat und gerne mal die Sau rauslässt. Dabei schreckt er auch nicht vor Gewaltverherrlichung, Beschimpfungen und Eigenjustiz zurück. Lass dich hier mal nicht so auf, Kugelfisch. Ich frage jeden, der sich für etwas hält. Das ist schwarzer Humor, Dave Chappelle. Okay, wir halten fest, dass man davon halten kann, was man will. Doch man sollte auch wissen, dass sich Majin selbst nicht allzu ernst nimmt. Wie man in den folgenden Videos sehen kann. Technisch gesehen spielt Majin oben mit. Er arbeitet gerne mit Wortspielen und Doppeldeutigkeiten. Das macht seine Songs auch sehr interessant. Inhaltlich sicher nicht jeden sein Ding. Doch seine polarisierende Art und der Content sprechen für seinen viralen Erfolg. Aus seiner Gegend, aus der er kommt, kennt man ihn und damit meine ich nicht nur seine Musik. Majin gehört zu den wenigen kredibilen Rapper aus der lokalen Szene, die ihren Mann stehen und manche Textzeilen auch im wahren Leben verkörpern. Was ihr aus diesem Satz entnehmt, lasse ich euch selbst entscheiden. Majin ist definitiv schwere Kost, jemand, der seine Meinung gerade aussagt. Das wird nicht jedem gefallen, trotzdem sollte man den jungen Mann auf dem Radar haben. Bislang droppte er 2 Alben, der letzte Deutsche und Russisch vergessen, Deutsch nie gelernt. Hier bekommt man genau das, was ihr auf den Titel entnehmen könnt, sowie das, was ihr auf dem Cover seht. Eine Mischung aus Wut, Trauer, Hass, Aufklärung und Verarbeitung. Den einen hängt das Aussiedler-Thema zu den Ohren raus, die anderen bekommen nicht genug. Majin weiß genau, wie er ankommt. Dennoch steht er hinter seiner selbsternannten Aufgabe, trotz des immer wiederkehrenden Gegenwinds. Von mir gibt es hier einen klaren Daumen hoch. Abschließend möchte ich noch sagen, für wen die Musik was sein könnte. Definitiv für Aussiedler. Da es nicht ausschließlich um Gewalt und Selbstjustiz geht, sondern auch das Thema sensibel in tiefgründigen Songs aufgearbeitet wird.
Auch kann ich es für Leute empfehlen, die es gerne mal auf die Fresse haben wollen. Denn mit Gin haut auch gerne mal einfach was Hartes raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Mein Fazit? Made Gin hat Skills.